505 Games. Variable State. Virginia. Und euer Lieblingsknub der Herzen. Moin ihr Baggerlutern und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, Demo-Let's Play-Gedöns. Die Maus darf erstmal weg. So, das ist Virginia. Es ist ein kleines Spiel, das kommt in ungefähr 3 Wochen raus. Und es ist jetzt quasi eine Demo-Version, die kostenlos auf Steam erhältlich ist. Link und alles ist auch unten in der Beschreibung. Es handelt sich um eine Polizeiermittlung, FBI-Ermittlung im Film-Noir-Stil. Ein bisschen sehr künstlerisch gehalten, alles Mögliche. Und ich war gerade in den Einstellungen und wollte das quasi fertig einstellen. Und dann wollte ich euch jetzt mal zeigen. Nehme das ja selber in 60 FPS auf, lasse jetzt aber die Bildfrequenz auf 30 und das hat nämlich folgenden Grund. Virginia wurde für 30 Frames pro Sekunde konzipiert. Wir empfehlen daher, das Spiel mit 30 Frames pro Sekunde zu spielen, um das beabsichtigte Spielerlebnis zu erhalten. Und wisst ihr was? Dann machen wir das einfach mal. Auch wenn ich das jetzt so auf 60 aufnehme, ist es ein bisschen smootheres Ding, aber die Anzeige letztendlich wird in 30 sein. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt oder getestet. Dementsprechend kommen wir mal zusammen rein. Mal gucken. Okay. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es hier überhaupt nichts, was man so sprechen kann, mäßig. Gott. Ah, ich glaube, vielleicht mache ich das ja doch mit Maus und Tastatur. Ich glaube, das gefällt mir vielleicht ein bisschen besser. Ich wusste ja selber nicht, wie dieses Spiel... Baby. Wir machen das so. Ich kann nichts machen. Die unterhalten sich. So, du machst da mal weiter. Ich schaue mich schon mal so ein bisschen um. Oh, ein Messer, gefährlich. Natürlich ist das ein Pri-Ding, aber ich dachte zuerst, was macht denn der Senf hier vorne an der Spüle? Ist doch Schwachsinn hier. Also wir wissen noch nicht genau, was los ist. Ich weiß, es handelt sich um einen vermissten Fall. Weder. Aber das Fenster ist zu. Okay. Haben wir vielleicht schon mal irgendwie eine tolle Sache gefunden? Ah, frisch aufgefüllt. Die haben mit Besuch gerechnet. Ah, Leute, wir wissen Bescheid. Lukas. Okay, Vater Pastor und er oder Priester oder was auch immer. Nee, eigentlich schon eher Priester. Der sah mir sehr katholisch aus mit seiner Tracht da. Irgendwas Wichtiges. Er hat eine alte Spiegelreflex. Willkommen im 21. Jahrhundert, mein Freund, mal so nebenbei. Ich glaube, der Baum gehört hier nicht rein. Oh, das ist schön. Was das denn? Ich kann mit rechter Maustaste laufen. Warum zur Hölle kann ich mit rechter Maustaste laufen? Hier nochmal gucken, ob er vielleicht hier nicht irgendwie noch was hat. Nee, nichts. Wandschrank vielleicht nochmal. Ich durchwühle einfach, ist kein Problem, ne? Ich durchwühle hier einfach mal das Zimmer von eurem Sohn, wenn ihr euch da unterhaltet. Hier irgendwie was? Ach, du ahnst es nicht.
Okay. Guck mal hier. Achso, okay, dann mit Mausklick muss ich hier rein, okay. Wird er und seine Mutter, glaube ich, sein, schätze ich mal, ne? Was denn? Das ist Händchen halten. Soll das eventuell seine Mutter sein? Im anderen Kerl? Police Officer oder Fire Department? Firewatch! Und da ist der Turm! Nein, es ist ein Wasserturm, aber. Ja, Baby! Das ist ja was für mich! Lucas. Ja, nein, doch nicht das Buch. Nimm die Gitarre. Ja gut, dann mach mal auf. Oh. What, what, what? Buffalo. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das Spiel vielleicht ein bisschen leise ist. Kann ich, Moment. Von vorne anfangen? Nein. Wollen wir gerade nicht. Noch ein bisschen schneller bitte nochmal. Pass mal auf, ich mach nochmal ein bisschen lauter. Ich war mir gerade nicht so sicher. Zurück. Oh, wie lange diese Screens hier brauchen. Demo fortsetzen. Hier gerade ins Lenkrad greifen, oder? Ich würde mich eigentlich vorne auch nochmal gerne mit denen unterhalten. Okay. Tankstelle. Darf ich auch raus? Mach mal das Fenster auf. Okay. Hier irgendwie was? Big Ricos. Chili Cheese Steak, yo. Okay. Dann müsste sie nicht da drin irgendwo. Hallo? Rhea Harperin, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das sind. Rhea Ortega? Ja, du bist voll der geile Typ, ey. Hast mal deine Nase gesehen? Junge. Also, wir sind beides FBI-Leute, das weiß ich. Da war irgendeine Akte über sie. Was? Hä? Ich kann dem gerade noch nicht folgen. Ja, Dienstag. Ganz klar. Ganz logisch. Da haben wir das Buch. Hier haben wir Akten. Missing Persons. Das soll er sein. Lucas D. Fairfax. Stromrechnung nicht bezahlt? Ah, doch. Okay. Oh, kurz nach 22:30. Moment, sehe ich das gerade re. Also, ich will die Stimmung ja nicht kaputt machen, ne? Aber ich kann mir auf die eigenen Brüste gucken! Ich mag das Spiel! Was ist das? Also, okay, nehmen wir mal das Buch. Mach mal auf. Science Fiction Center oder Science Center. Okay. Höhle mit einem Alien oder Feder? Was? Also, das ist so eine Sternwarte da.
Okay. Also wenn ich das richtig sehe, ich weiß nicht, ob es ein Tagebuch ist. Ich meine, so Lukas vorne drauf, das wirkt ja schon wie so ein Diary. Und vielleicht schreibt er halt nicht anständig, oder und dieses, ne, Gekrake da oder was. Aber dass er halt das, was er erlebt am Tag, halt irgendwie per Bild malt. Und das heißt, hat er da links in einer Höhle halt irgendwie so einen Außerirdischen gesehen? Und die Feder da oben rechts, das ist ja eventuell die, die wir gefunden haben. Und wer jetzt auch einfach mal auf das Titelbild gesehen hat, da ist auch irgendwas mit einer Feder drin. Na, hier rechts noch ein UFO. Das sind wir. Wir sind eingepennt. Okay. Warum? Wer ist denn? Warum bin ich denn? Was bin ich denn jetzt? Die ist eingepennt. Das bin ich doch eigentlich. Also, sind wir irgendwie extraterrestrisch aus ihrem, aus unserem Geist entflohen? American Goldfinch. Okay. Was geht hier vor? Zur Hölle. Was geht hier vor? Ah, ich habe mir auf die Brüste geguckt. Das war okay. Also das Spiel ist auch schon eher so ein... So ohne ein gesprochenes Wort, richtig? Oder geschriebenes Wort im Sinne von irgendwie... Na, so wegen, dass man sieht, wie Leute sich unterhalten halt und dann den Inhalt lesen kann, nachlesen kann. Das ist... Warte mal, jetzt sind wir... Zur Hölle? Jetzt sind wir weiß? Da, der Typ! Der Typ war das hier. H. Taft. Warst du gerade nicht der Spacken, der hier... Alter, soll ich dir nochmal ins Gesicht geben? Ich finde das schön gemacht von der Optik. Irgendwann, wenn ich gerade vom Kuchenbacken auf Arschbacken springe, aber... Warum sind wir denn jetzt... Hier ist das elterliche Schlafzimmer. Direkt neben dem Schlafzimmer des Sohnes. Ihr seid ja auch. Warum steht hier gezielt so eine Reisetasche? Ich habe halt mal gelesen, ein Künstler, der zum Beispiel ein Bild malt, der setzt jedes Objekt in seinem Bild aus einem bestimmten Grund hin. Weil alles irgendwo eine Aussagekraft hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine Landschaft male, warum male ich da Berge? Oder warum male ich da einen Baum oder einen See oder was auch immer? Jetzt frage ich mich, wenn ich hier in diesen Raum reinkomme, warum ist hier diese Reisetasche? Wir werden drüber nachdenken. Lass das Messer im Frieden, Mäuschen. Und stell mir den Senf mal so langsam wieder hier mal in den Kühlschrank. Diese Bilder sind schwarz. Waren die vorhin auch schon schwarz? Was hast du da? Hat sich nichts verändert? Ich verstehe aber auch gerade diese Traumreise hier jetzt noch nicht. Oder... Was das sein soll, es klingt auch alles ein bisschen dumpf, aber... Boi, oi, oi. Achso, der Videoausschnitt mit den schwarzen Rändern, müsst ihr euch nicht wundern, ist... Ich
Ich hatte eben gerade noch eine schwarze Partnerin. Bleib stehen! War ich das auf der Straße? Es ist exakt 0 Uhr. Das würde mir jetzt echt den Arsch wegcreepen. What?! Ach du Scheiße! Boah, Junge! Hä? Hi? Kannst du mal Hallo sagen? Sir, sie machen mich ganz erlegen, also. Die haben wieder Brüste. Szenenwechsel. Hier ist mein Büro. Ich habe meinen Büroschlüssel nicht dabei. Operin. Oh, und das erinnert mich so original. Und da würde ich auch mal behaupten, dass das so ist. Total an Akte X. Da fehlt jetzt nur noch hier I Believe oder irgendwie dieses UFO-Poster und... Würde so total passen. Die ganzen da. Maria Halperin? Was denn? Irgendeine Vergrößerungslinse oder irgendwie sowas? Medaille. Oder ist das mit meinen Händen normal? Ah, nee, eine. Hey! Okay, wir werden anscheinend aufgefordert zu gehen. Wer bin ich denn? Ich kann da den Namen nicht sehen. Okay, ich bin die Schwarze mit den längeren Haaren. Die sie meistens so nach offen so ein bisschen... Ich hab das mit den Namen hier noch nicht raus. Ich soll raus? Okay. Wenn sie uns hier rausschmeißt, schmeiß ich uns mal aus der Folge raus. Um das zu erklären, jetzt an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt, heute ist ja Montag, für euch zumindest, wird meine zweite Softbox angebaut und alles fertig gemacht und ich wollte ja das vorher erst einmal schick haben, na, damit ich das mit der Facecam anständig machen kann, eben für Resident Evil. Also ist das hat, ja, es ist nicht unbedingt Füller, aber es ist noch nicht genau das, was ich euch zeigen möchte. Wir werden Resident Evil im HD-Remake spielen, also den ersten Teil. Und da wird es dann auch die Frage sein, eigentlich, wen sollen wir denn das spielen? Jill oder Chris? Ich würde ja gerne mal Chris spielen, weil mit Jill habe ich das damals durchgespielt, im Original, in der Platinum-Edition auf der PlayStation. Und jetzt, ja, vielleicht einfach mal die andere Seite sehen. Das ist aber eine Sache, da könnt ihr gerne auf Facebook auch einfach mal draufschreiben. Da werde ich vielleicht nochmal eine Umfrage machen und da werden wir mal gucken. Vielleicht auch einfach so oder auch gerne hier in die Kommentare. Und ich denke mal, zum nächsten Part von Virginia sehen wir uns dann einfach morgen wieder, ne? Also, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.